und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch im verschneiten Orsinium und wir sollten ja zur Felsfeste zurückkehren. Wartet aber keiner auf uns. Nein, wir müssen direkt hier rein. Okay. Mal schauen. Moment, wir müssen höher. Hier ist aber noch was am Leuchten. Ein Buch. Die Chroniken von König Kuro. Meine Jäger haben heute Morgen eine ganze Herde aufgetrieben. Damit sollten wir genug für das Bankett haben, je nachdem, wie hungrig der König ist. Je nachdem, wie hungrig der König ist. Eine ganze Herde reicht dann unter Umständen nicht mehr. Der Thronsaal. Hallo, Frau Schmiedemutter. Nicht wegen einer Predigt hier, Priesterin. Ich bin nur hier, um Kurok zu sehen. Nichts für ungut, Häuptling Basrak. Ich möchte nur Trinimax Botschaft verbreiten. Wieder diese Lügen, Trinimax. Ich zeige euch, was Malakat von eurem Gewäsch hält. Euer Zorn ist unberechtigt, ihr Häuptlinge. Entschuldigt uns, Solgra. Ich sehe, unser Champion ist zurück. Ihr? Sie haben euch in ihren Wahnsinn gezogen? Wie enttäuschend. Hallo? Ich hab da doch gar nichts gesagt. Wie ihr sehen könnt, können Clanshäuptlinge ziemlich streitlustig sein. Sie stellen sich bei jeder Gelegenheit gegen König Kurok, besonders in Glaubensfragen. Aber sagt mir, hatte Kurok Erfolg? Habt ihr den Winterkind-Kriegsfürsten besiegt? Der Winterkind-Kriegsfürst ist tot. König Kurok hat mich gebeten, ihn hier zu treffen. Ich wusste, ihr würdet Kurok auf seiner Mission helfen können. Vielleicht sehen die anderen Clans nun ein, dass es Koroks Bestimmung ist, uns alle zu führen. Stellt euch nur vor, über welche Macht wir verfügen werden, sobald er alle Clans vereint hat. Warum sind diese Häuptlinge hier? Der König hat nach ihnen geschickt. Sie sind einige der lautstärkeren Gegner der Pläne meines Sohns, die sich weigern, das Haupt vor ihm zu beugen. Diese Häuptlinge sind sich mit König Kurok uneins? Sie sind von Jahrhunderten der Bräuche und Traditionen geblendet. Sie wollen einfach nicht erkennen, welchen Ruhm König Kurok uns allen bringen möchte. Stattdessen stecken sie wie ängstliche Argonier die Köpfe in den Sand und tun so, als wären die alten Wege um so vieles besser. Und König Kurok möchte das ändern? Mein Sohn will uns von den Traditionen befreien, die uns an unserer Entfaltung hindern. Sie halten uns in überholten Ideen fest und erlegen uns veraltete Beschränkungen auf. Wir müssen eine moderne Gesellschaft werden, wenn wir möchten, dass die anderen Königreiche uns respektieren, uns ernst nehmen. König Kurok wird dies gelingen. Ich verstehe. Hervorragend! Alle sind hier! Die Zeit ist reif! Schwört mir eure Treue! Orsinium wird aufblühen, wenn alle Clans unter mir vereint sind! Das schon wieder, Kurok? Warum sollten wir uns euch diesmal unterordnen? Seht, ich führe die Klinge von Eisherz. Mit der Hilfe von Fremden besiegte ich unseren größten Feind und rettete die gestohlenen Vorräte. Die Häuptlinge konnten die Winterkinder nicht aufhalten. Allein ich habe das erreicht. Ihr verlangt viel, Kurok. Sich von Malakat abwenden? Unsere liebsten Gebräuche einfach aufgeben? Basrak, alter Freund, euer veraltetes Denken bringt mich noch um. Haltet euch im Zaum, Kurok. Unsere Traditionen beugen sich nicht dem Willen eines törichten Häuptlings, der sich... Töricht? Häuptling? Ich bin euer König! Merkt euch das besser allesamt! Und jetzt geht mir aus den Augen! Ihr wandelt auf dünnem Eis, Kurok. Wir werden das nicht vergessen. Ja. Das war, glaube ich, nicht so die cleverste Art und Weise. Verräterische Bastarde! Gerade eben rette ich Ihnen noch die undankbaren Örsche. Und was bekomme ich dafür? Ich habe Ihnen sogar das Schwert von Eisherz gezeigt. Wie kann ich die Nation vereinen, wenn die Häuptlinge sich weigern, meine Herrschaft zu akzeptieren? Verlaufen alle eure Treffen ungefähr so? Die meisten schon. Es gibt immer irgendeinen Narren, der aus dem Kodex von Malakat zitieren oder meine Ehre beleidigen will.
Das treibt mich zur Weißglut! Wie sollen wir ein anständiges Königreich errichten, wenn wir nicht einmal von unserem lächerlichsten Aberglauben ablassen können? Musstet ihr Häuptling Taragak wirklich töten? Taragak? Sonst hätte ich diese Trollfreunde doch alle drei umbringen müssen. So können Basrak und Dula ihre Lehren aus dem ziehen, was hier vorgefallen ist. Ich hoffe nur, sie können die alten Traditionen ablegen und sich meiner Vision von der Zukunft verschreiben. Ihre Unterstützung würde alles viel leichter machen. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Fürs Erste, nein. Geht Vrodgar erkunden und lernt diese große Stadt kennen. Genießt es. Sobald ihr für eine weitere Herausforderung bereit seid, findet ihr mich in meiner privaten Taverne in der Stadt. Ich bin mir sicher, ich werde dann schon etwas haben, wofür es eure besonderen Fähigkeiten braucht. Ja, und wir haben eine zweihändige erfüllte Klinge erhalten, also Schwert erhalten. Ja, damit wäre das Ganze dann abgeschlossen. Hätte ich auch noch in die letzte Folge mit reinnehmen können. Die Frage ist jetzt, kommt jetzt noch mal irgendeiner über den Weg gelaufen, der mir eine neue Quest gibt? Normalerweise stehen die immer direkt da, wo man rausgekommen ist. Hallo, Questgeber? Nö. Alle haben sie keine Lust, mir jetzt eine neue Quest zu geben. Ich habe auch keine hier irgendwie im Umfeld. Ich habe die erweckte Vergangenheit. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt schon holen kann. Ein hässlicher Humpen. Die waren Günstlinge. Das hört sich alles nicht so... Ein Problem von göttlicher Größe. Da könnten wir mal nachschauen. Aber ich schätze, dass wir das wohl noch nicht bekommen. Weil sonst hätten die sich ja schon bei uns gemeldet. Aber schauen wir mal, ob wir da jetzt... da ist das. Ob wir da jetzt eventuell noch was annehmen können. Auf jeden Fall können wir mit jemandem sprechen. Das hier ist schon mal gut. Ja. Trinkt einen Schluck mit Vrodgars König. Oder auch nicht, weil er es schon wieder ist. Probiert mal das Eisbären-Ale. Das schmeckt hervorragend. Ich liebe dieses Lokal. In der Feste braucht man mich immer überall gleichzeitig. Ein Zwist hier, ein Streitgespräch dort, da kriege ich Kopfschmerzen. Aber hier, hier kann ich einfach fressen und saufen, bis ich umkippe. Naja, andererseits, er hat ja schon gesagt, ich soll ihn ansonsten in der Taverne treffen, ne? Seid ihr hier draußen in einer Stadt wie dieser sicher? Was wollt ihr damit andeuten? Dass Kurok Schutz braucht? Eisherz war nicht der Erste, der mich herausgefordert hat. Und er wird auch nicht der Letzte gewesen sein. Lass die Feinde kommen! Sie werden tot und blutig zu meinen Füßen enden. Dafür sind die königlichen Diener ja da, um sich um die Sauerei zu kümmern. Löst ihr jedes Problem mit Gewalt? Ihr habt Glück, dass ich euch mag. Denn der letzten Person, die mir solche Fragen gestellt hat, habe ich die Neugier aus dem Leib geprügelt. Ich will mich aber nicht mit euch schlagen. Deshalb habe ich euch nicht herrufen lassen. Seid ihr bereit, mir zuzuhören? Nun gut, ich höre. Wir haben die Tore Orsiniums für die Besten und Klügsten geöffnet. Handwerker, Bauern und Gelehrte. Alle, die meine Vision wahr werden lassen können. Die Einzelheiten überlasse ich meinen Weibern und meiner Mutter. Doch ihr habt mein Interesse geweckt, was uns nun zur Preisfrage bringt. Was kann ich denn nun für König Kurok tun? Ihr habt Häuptling Basrak geholfen. Ihr habt an meiner Seite gekämpft, als wir Eisherz und seine Winterkindkrieger besiegten. Kurz gesagt, ihr habt mich beeindruckt. Leute, die mich beeindrucken, stellen sich stets entweder als Hilfe oder als Störung meiner Pläne heraus. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Nicht genau. Lasst es mich ganz offen sagen. Ihr könntet eine Gefahr für mich darstellen, doch ich sehe euch lieber als Verbündete an. Trinkt etwas mit mir, so wie wir es gerade machen. Ich könnte jemanden wie euch gebrauchen. Jemand, der sich um Probleme kümmert, die man etwas direkter in Angriff nehmen muss. Über was für Probleme reden wir denn? Probleme mit Clanshäuptlingen.
Es gibt noch immer ein paar sture Häuptlinge da draußen, die meine Vision nicht teilen. Die nicht wollen, dass unser Volk geeint wird. Sie sind in ihren alten Bräuchen gefangen. Alte Bräuche, die unserem Volk wieder und wieder geschadet haben. Es wird Zeit, das zu ändern. Ich soll für euch mit den Clanshäuptlingen sprechen? Ihr habt Eindruck bei Basrak hinterlassen. Ob es ihm gefällt oder nicht, er schuldet euch etwas für die Hilfe, die ihr den Clans geleistet habt. Die anderen Häuptlinge respektieren Basrak. Wir können diese ganze Situation zu unserem Vorteil nutzen. Sorgt dafür, dass sie sich anhören, was sie sich üblicherweise nicht anhören wollen. Also, was soll ich für euch tun? Fürs Erste nichts. Entspannt euch. Trinkt. Genießt all die schönen Dinge, die Roxane und ihre nette Schenke zu bieten haben. Doch sobald ich euch brauche, erwarte ich, dass ihr bereit und willens seid, den nächsten Auftrag zu erledigen. Was machen die beiden denn hier? Verdammt, immer taucht ihr zwei auf und verderbt mir den Spaß! Oh, das mit dem Verderben geht erst noch los, mein König. Aber sparen wir uns die Höflichkeiten für später. Wir müssen euch von etwas Dringlichem berichten. Ich weiß nie, wann ihr Scherze treibt. Na gut, was ist so wichtig? Der Tempel von Trinimark wurde angegriffen, mein Geliebter. Anhänger Malakats haben die Tore verrammelt und Priester als Geiseln genommen. Diese Eiferer wagen es, meine Stadt anzugreifen? Mein Volk? Ich kümmere mich persönlich um sie. Das werdet ihr nicht tun, mein Sohn. Nach dem, was im Thronsaal geschehen ist, ist es zweifelsohne eine Falle. Ich sehe nicht einfach dabei zu, wie sie meine Stadt angreifen. Wir brauchen eine direktere Herangehensweise und ich habe den perfekten Plan. Fremde, auf ein Wort. Die Tapferkeit meines Sohnes grenzt schon an Dummheit. Er würde losrennen und schnurstracks in eine Falle laufen, ohne auch nur einen Augenblick an seine eigene Sicherheit zu denken. Wir dürfen das nicht zulassen. Habt ihr eine bessere Idee? Ach, Kind, ich habe immer eine bessere Idee. Die Wut meines Sohns macht ihn beinahe blind. Seine Instinkte verleiten ihn dazu, jedes Hindernis schnurstracks anzugehen und so lange auf es einzuschlagen, bis es aus dem Weg geschafft ist. Seine Feinde wissen dies und sie verwenden es oft gegen ihn. Ihr glaubt, der Angriff auf den Tempel ist eine Falle? Basrak und die anderen Clanshäuptlinge kennen König Kurok nur zu gut. Sie erwarten, dass er die Ketzer angreifen und töten wird. Die Geiseln kostet dies natürlich das Leben. Unschuldige würden getötet und die Schuld dafür umgehend auf Kurok abgeladen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ihr seid eine Fremde, die in Orsinium kaum jemand kennt. Geht in den Tempel und rettet unsere Bürger. Wenn ihr Erfolg habt, rettet ihr das Leben Unschuldiger auf Geheiß des Königs hin. Wenn ihr versagt, nun, dann wird zumindest der König nicht die Schuld dafür bekommen. Nun gut, ich werde tun, was ihr wünscht. Wenn ich denn mal durchkäme. So, wir müssen... Geh doch nicht wieder raus. Achso, dahin, ne? Quasi zur Magiergilde. Also dann einmal links rum. Hier durch. Nee, hier noch runter. Der Bau der Stadt hat begonnen. Bis jetzt geht alles. Ihr alle, verschwindet von der Straße und geht nach Hause. Lasst die Soldaten des Königs sich darum kümmern. Habt ihr keine Furcht? Zurück, Bürgerin. Wir haben hier schon genug zu tun. Meine Soldaten können ihre Arbeit nicht machen, wenn ihr Bürger ihnen auf den Füßen herumsteht. Ich bin hier, um dabei zu helfen, die Geiseln zu retten. Nur weil ihr eine Waffe tragt, bedeutet das nicht, dass ihr auch wisst, wie man sie führt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon mehr als genug Laien, die bereit sind, mir zu helfen. Warum haltet ihr euch nicht zurück und überlasst dies den echten Kriegern? Ich würde ihm ja gerne vom Latz knallen, dass ich Molag Bal bezwungen habe, dass ich also hiermit schon fertig werde, aber wir schüchtern ihn mal ein bisschen ein. Der König schickt mich. Wenn ihr euch nicht seinem Zorn zuziehen wollt, schlage ich vor, dass ihr mich helfen lasst. Genau, und ich bin Großkönig Emmeriks lang verschollener Bruder. Ich weiß, was ihr vorhabt.
Ihr spielt ein gefährliches Spiel, Fremde. Hoffentlich erkennt ihr das. Schmiedemutter Alga wird meine Geschichte bestätigen. Wohlan, dann halte ich Rücksprache mit der Schmiedemutter. Aber wenn ihr mich angelogen habt, werde ich euch jagen, in eine Zelle sperren und dann den Schlüssel wegwerfen. Wir glauben, es gibt die Stufen unweit der Magiergilde hoch einen Hintereingang. Ich habe Soldaten losgeschickt, um ihn zu finden. Das sagt er mir, obwohl er erstmal Rücksprache halten will. Ah, Hallöchen! Evely! Der König hat euch hergeschickt, um die Geiseln zu retten, ja? Natürlich hat er das. Deswegen hat man ja auch schließlich Helden angeheuert, nicht wahr? Hört her, ich habe einen Plan. Er ist brillant. Wollt ihr ihn hören? Nun gut, sagt mir, was ihr denkt. Seht ihr diese Hocker hinter mir? Nicht hingucken. Die verhalten sich jedenfalls verdächtig. Sie stehen herum, schauen sich auffällig um und machen komische Gesten gegenüber Passanten. Ich habe genug Ermittlerin Wala-Bücher gelesen, um Verbrecher zu erkennen, wenn ich welche sehe. Vor allen Dingen sieht nicht hin, ist aber voll drauf am Zeigen. Wer ist Ermittlerin Wala? Lest ihr nie Ermittlerin Wala? Die Bücher über die brillante Gelehrte, die Welt bereist und Verbrechen aufklärt? Sie benutzt weder Magie noch Waffen. Nur ihren Liebreiz und ihre Schleue und... Hört zu, ich leihe euch später eins, aber jetzt dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Glaubt ihr, diese beiden haben mit den Fanatikern zu tun? Ist das nicht offensichtlich? Schaut euch doch nur ihren finsteren Blick an und wie sie verschlagen miteinander tuscheln. Ich wette, wenn wir sie ein wenig verunsichern, laufen sie davon und führen uns geradewegs zu den Geiseln. Passt auf, ich lasse einfach mal einen Pfeil von der Sehne. Das sollte dem Überlebenden die Angst Üffers einjagen. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum die eigentlich manchmal in Rot eingezeichnet sind. Ihr könnt doch nicht auf jemanden schießen, nur weil er vielleicht böse aussieht. Natürlich kann ich das. Sowas mache ich die ganze Zeit. Und ihr solltet wissen, dass ich ungefähr in der Hälfte aller Fälle richtig liege. Gut, gut. Wir machen es auf eure Art. Aber ich werde diese beiden da im Auge behalten. Mach das, Evely. Mach das. Jetzt hat sie hier sogar schon einen... Ich befürchte das Schlimmste. Einen geholt, der für sie die Liegebeugen, die Kniebeugen macht. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, wie komme ich denn da jetzt am besten rein? Er hat was vom Hintereingang gesagt. Das hier oben ist aber kein Hintereingang. Champion der gesegneten Feuerprobe, ich bezeuge euch meine Ehre. Mhm. Ich reite mal zu dem Punkt hin. Ich weiß nur nicht genau, wie wir da hinkommen. Oder ist das doch, ist auf der anderen Seite, ne? So, Moment, hier müsste das irgendwo sein. Theoretisch. Verteidigt den Tempel! Ja, das war der Falsche. Komm mit, Basti! Also doch unter uns. Hui! Hallöchen! Dank sei Trinimag, dass ihr hier seid. Jemand muss meine Priesterkameraden im Tempel retten. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Die Priester im Tempel sind in der Hand dieser Fanatiker. Bitte, ich glaube, sie wollen meine Brüder und Schwestern in Trinimag töten. Wisst ihr, was dort geschieht? Malakat-Fanatiker. Sie stürmten in den Tempel und begannen, meine Priesterkameraden zusammenzutreiben. Sie bespuckten uns und schrien uns an, wir hätten unser Volk verraten. Sie sagten, Häuptling Basrak hätte sie entsandt, um uns zu bestrafen, weil wir uns dem wahren Gott der Orks entgegenstellen würden. Häuptling Basrak hat sie geschickt? Sie rufen den Namen des Häuptlings aus und sagen, er wolle Rache am König und an all jenen üben, die dem falschen Gott folgen. Ich kenne Häuptling Basrak als harten Kerl, aber grausam war er nie. Er war nie ein Mörder. Was hat der König getan, um ihn so wütend zu machen? Es gab eine Konfrontation im Thronsaal. Ich verstehe. Ich respektiere den König und alles, wofür er steht. Aber seine Launen... Sie haben uns schon öfter Ärger eingehandelt, als ich mich erinnern mag.
Wenn es Rache ist, wonach Basrak dürstet, dann trägt der König die Verantwortung für den Tod der Tempelpriester. Wie konntet ihr entkommen? Sie haben einen solchen Radau gemacht, als sie hereinstürmten. Ich sah sie vom oberen Balkon aus und bin durch die Hintertür rausgeschlüpft. Ich wollte gerade losgehen und Hilfe holen, als mich noch mehr von diesen Grobianen umzingelt haben. Ich dachte, ich wäre am Ende. Und dann seid ihr aufgetaucht. Ich werde tun, was ich kann, um die Priester zu retten. Meine Priesterkameraden waren noch am Leben, als ich aus dem Tempel schlüpfte. Doch da ist diese Spannung in der Luft. Ich fürchte, Gewalt ist unausweichlich. Sie patrouillieren den Tempel und halten Ausschau nach Kurok und seinen Soldaten. Wenn einer von ihnen euch dort entdeckt... Das werde ich nicht zulassen. Sie halten die Priester in der Pfarrei gefangen. Wenn einer der Fackelträger euch entdeckt und die Pfarrei erreicht, werdet ihr sie nicht mehr retten können. Meidet um jeden Preis die Fackelträger. Oder schlagt sie zumindest nieder, bevor sie Alarm geben können. Ich werde mein Bestes tun. Nehmt diesen Schlüssel. Mit ihm lässt sich der Hintereingang des Tempels öffnen. Sobald ihr drin seid, müsst ihr den Schlüssel zur Pfarrei finden, wo sie meine Priesterkameraden festhalten. Der Fanatiker, der das Sagen hat, ihr Befehlshaber, er hat wahrscheinlich den Schlüssel zur Pfarrei. Möge das Glück Trinimax euch hold sein. Ich gebe den Wachen Bescheid und versuche, noch mehr Hilfe in eure Richtung zu schicken. Okay, dann schauen wir mal, was wir tun können. Sperrt die Priester in die Pfarrei. Sobald Kor kommt, töten wir sie alle. Also, ich bin so oder so entdeckt. Da ist noch ein Fackelträger. Aber ich denke, dass ich die einfach kaputt machen kann, oder? Ich meine... Okay, die sind auf jeden Fall schnell kaputt zu machen. Wieso konnte ich kein... Ach so, wir waren ja noch nicht in der Goldküste. Ja, stimmt ja. Wo muss ich denn hin? Besorgt den Schlüssel. Das ist aber unten, oder? Tiefer, ja. Kommst du hoch? So, Moment. Ich muss... Ich weiß nicht, ob ich schleichen muss oder nicht. Nicht so schlimm, wenn der sieht, dass da eine Leiche ist. So. Es ist halt nur dieses, ne, weicht den Fackelträgern aus. Würde ich gerne machen. Wobei ich denke, dass wir auch einfach so hier reinstürmen können. Wo müssen wir denn hin? Hä? Ich denke, der soll hier unten sein. Eigentlich sollte er hier stehen. Was er aber nicht tut. Und warum nicht? Weil er eins da drüber steht, wenn ich das richtig sehe. Seid ihr hier hereingekommen? Das hat dich nicht so interessiert. Gleich seid ihr tot. So. Ach, das ist der Schreibtisch, der die ganze Zeit angezeigt wurde. Okay. Betretet die optionale Schritte, weicht den Fackelträgern aus, um die Priester am Leben zu halten. Weil das würde ich ja gerne machen. Betretet die Tempelpfarrerei. So. Ich hoffe, hier kommt jetzt gerade keiner hin.
So. Kuroks Leute sind eingetroffen. Tötet sie alle! Bitte, dieser Wahnsinn ist nicht nötig. Lasst uns einfach in Ruhe. Wo ist die jetzt? Basti, was machst du denn jetzt hier oben? Konntest du mir nicht sagen, dass du nach Vielen oben Dank rennst? Für eure Hilfe. Ich dachte, sie würden uns töten. Moment, jetzt müssen wir wieder nach unten, um mit dem ich zu reden. Ich bin so erschüttert. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Diese Fanatiker haben uns geschlagen und gedroht. Sie meinten, sie würden uns töten, sobald der König oder seine Soldaten hier auftauchen. Doch ihr seid bis hierher vorgedrungen, ohne dass sie euch bemerkt hätten. Ihr habt uns gerettet. Aber die anderen... Erzählt mir von den anderen. Hohe Priesterin Solga und unsere Brüder und Schwestern in Trinimak. Die Fanatiker haben uns zusammengetrieben und hier hineingepfercht. Doch Solga ist keine Frau, die solchen Unfug einfach mitmacht. Sie hat dem einen ihre Klinge reingerammt und ist dann nach hinten gelaufen, um den anderen zu helfen. Wo kann ich Solgra und die anderen finden? Ich habe den Schlüssel. Ich öffne die Tür für euch. Findet die anderen. Bitte! Ich weiß nicht, was Solgra vorhatte, doch sie hatte da diesen Blick in den Augen, als die Fanatiker anfingen, unseren Leuten weh zu tun. Solgra und die anderen sollten irgendwo hinter dieser Tür sein. Irgendwo hinter dieser Tür. Immerhin ist das präzise. Ich werde einen Weg finden, die Haupttore des Tempels zu öffnen und die Soldaten reinzulassen. Viel okay. Glück. Schnappt sie! Lasst sie nicht entkommen! Ich sterbe eher, als zuzulassen, dass ihr die anderen verletzt. Ihr habt einen meiner zum Henker mit dem Befehl. Dafür werdet ihr sterben, einen? Priesterin. Ich habe vor, noch ein Dutzend mehr zu töten, wenn ihr nicht sofort meinen Tempel verlasst. Danke dafür. Ich dachte, ich könnte sie aufhalten, aber meine Chancen wurden immer schlechter. Ja, wenn man so am Boden liegt, ne? Passiert das schon mal? Sorgt euch nicht um mich. Mir geht es gut, sobald ich wieder zu Atem komme. Mich hat es nur kurz von den Füßen geholt, mehr nicht. Wisst ihr, worum es hier bei all dem ging? Nicht genau. Sie behaupteten, treue Anhänger von Malakat zu sein und sie erzählten, sie würden für Häuptling Basrak arbeiten. Sie haben uns völlig überrumpelt und uns bedroht. Seid ihr Ugus begegnet? Wie geht es ihm und den anderen? Priester Ugus und den anderen sind in Sicherheit. Nun, das beruhigt mich. Ich würde es hassen, sie einfach zurückzulassen, aber die anderen hier brauchen auch Hilfe. Doch ich bin immer noch nicht ganz sicher, was die Angreifer eigentlich bezwecken wollten. Warum haben sie uns als Geiseln genommen? Warum haben sie uns nicht einfach umgebracht und das wär's dann gewesen? Sie wollten Schande über den König bringen. Das Blut Unschuldiger zu vergießen und dem König die Schuld dafür anzulasten, weil er sein Volk nicht beschützen konnte. Was für ein schäbiges Komplott. Doch der König hat euch an seiner Stadt geschickt. Ein sehr guter Einfall von ihm. Diese Entscheidung könnte vielen das Leben gerettet haben. Was könnt ihr mir über diese Fanatiker erzählen? Wir sollten sie wohl für treue Anhänger Malakats halten. Doch mir kamen sie nicht besonders fromm vor. Selbst ich glaube nicht, dass Malakat ein solches Massaker gutheißen würde. Sie haben aber Häuptling Basrak erwähnt. Sie meinten, sie bekämen ihre Befehle von ihm. Glaubt ihr, Häuptling Basrak steckt hinter diesem Angriff? Ich hielt den Häuptling immer für edel. Doch manchmal braucht es nicht viel, damit sich eine Person so ändert. Seine Festen wurden verwüstet und seine Traditionen sind in Gefahr. Ich kann mir gut vorstellen, wie solche Dinge zu so etwas wie dem hier führen können. Der König und die Schmiedemutter müssen erfahren, was hier vorgefallen ist. Okay, die können wir informieren, kein Problem. Kommen da noch welche, wenn wir rauslaufen? Ich bin mir nicht sicher. Ist übrigens eine schöne Stelle für euch, wenn ihr das selber macht, mal so ein bisschen hier durchzulaufen und einfach mal die ganzen Sachen einzusammeln. Ich gucke jetzt in erster Linie eigentlich
danach, ob wir noch irgendwo... noch irgendwo Rucksäcke haben. Die würde ich nämlich gerne mitnehmen. Und Schreibtische sind natürlich auch immer gut, weil da kam nämlich auch immer... Wobei man eigentlich sagen kann, dass man immer überall Sachen findet, die man halt, die man halt eben gut gebrauchen kann. Och, die sind tatsächlich nur rot. Das sind die letzten von ihnen. Geben wir diesen Bastarden den Rest. Machen wir. Ausschwärmen! So, bitteschön. Ich muss weiter. Schmiedemutter. Ich bin glücklich, euch und die Priester wohl aufzusehen. Ich glaube, die Dinge hätten einen völlig anderen Lauf genommen, wenn ihr meinem Plan nicht zugestimmt hättet. Doch was ist mit der Hohepriesterin? Ist Solgra in Ordnung? Die Hohepriesterin ist in Sicherheit. Das sind gute Nachrichten. Ich sorge dafür, dass ab jetzt eine Abteilung Truppen den Tempel bewacht. Er wird nicht noch einmal schutzlos sein. Eine Abteilung Truppen? Mehr Patrouillen in der Gegend. Und Soldaten mit dem Auftrag, das Innere des Tempels zu bewachen. Die Priester werden keine weiteren Angriffe mehr zu befürchten haben. Nicht solange mein Sohn König ist. Ich nehme an, ihr wisst, wer hierfür zur Verantwortung gezogen werden muss. Die Fanatiker behaupten, ihre Befehle von Häuptling Basrak erhalten zu haben. Basrak war sich mit Kurok immer nur uneins. Wie ihr sicher wisst, hat er selbst im Thronsaal offene Drohungen ausgesprochen. Übrigens sind seine Tapferkeit und seine Hingabe an Malakat legendär. Anscheinend möchte Basrak den König herausfordern. Was sollen wir tun, wenn Basrak dahinter steckt? Mein Sohn muss seine Herrschaft über die Clans festigen. Alle Häuptlinge müssen zum Wohle des Volks der Orsima Kurok als ihren König anerkennen. Wenn wir die Unterstützung der Clans haben, können wir Basrak aufhalten, ohne dass es zu einem echten Krieg kommt. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Ihr habt schon so viel getan. So viele Leben waren in Gefahr. Doch irgendwie habt ihr es geschafft, dass keines verloren ging. Bitte nehmt dies. Es ist dafür, dass ihr so sorgsam mit meinen Leuten wart und stets auf ihre Sicherheit geachtet habt. Wir werden euch aufsuchen, wenn der König euch wieder braucht. Und wir haben eine göttliche Schärpe erhalten und einen Fertigkeitsbonus. Solgra, mein Kind, komm zu uns. Seid ihr verletzt? Soll ich einen Heiler holen? Dank unserer Freundin geht es mir gut und ich bin einsatzfähig. Ja, unser Ruf nach Hilfe hat sich schon als äußerst lohnenswertes Unterfangen erwiesen. Ja, mehr scheint da nicht zu kommen. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge ansehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.